Der Kämmerer der Stadt Marl hat den Haushalt eingebracht. Der Haushalt der Stadt Marl ist ausgeglichen. So wurde es dargestellt. Aber in Wirklichkeit sind die Schulden geblieben. Nur durch die Änderung vom kameralen System zum NKF-Haushalt gab es eine andere Berechnungsgrundlage. Wir sind dagegen, dass eine Haushaltspolitik gemacht wird auf Kosten der kommenden Generation. Die Bündnisgrünen sind der Meinung, wir haben die Erde nur von unseren Kindern geerbt. Deshalb treten wir auch für eine nachhaltige Haushaltspolitik bei der Stadt Marl ein. Es ist jetzt der stolze Zeitpunkt, Wahlgeschenke zu machen. Wer für eine nachhaltige Finanzpolitik bei der Stadt Marl eintritt, der muss Bündnis 90 Die Grünen unterstützen. Deshalb wählen Sie bei der Kommunalwahl Bündnis 90 Die Grünen Marl. Die einzige ökologische Kraft in Marl, die für eine nachhaltige Politik im Haushalt steht.